Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, Lowlands, Kingsbarns, with an S am Ende. Family Release 2020, Limit Released. Hier Distillery Manager, ich kann seine Unterschrift lesen, aber da ist der Peter Holroyd. Und der hat tatsächlich hier eine 59,2%ige Sache rausgehauen. Also, Whisky Base 162 281. Kingsbarn ist eine neue Distillerie. Von Dream to Dram ist das, was sie eigentlich hatten am Anfang. Und das ist im Grunde der gleiche Zusammensetzung. 90% frische Bourbonfässern und 10% STR. STR heißt Shave, Toasted and Recharred. Also ausgescharrt, toasted, also getoastet und recharred ist wieder mit der Zunge. Flamme, Zunge geküsst. Oh, ein bisschen schwach, komm. Ein Presskorken. Ah, jetzt klingt das gut. So, gab es mal hier wurde angeboten für 54,90 € 3000 Flaschen, davon weltweit. 3 Jahre alt, nicht kälteverträgt, kein Farbstoff hinzugetan. So, jedes Jahr geht Isabel Weems, also wenn man Weems nicht kennt, naja, das ist eine unabhängige Abfüllerin, die gesagt hat, wir kaufen, Entschuldigung, wir bauen unsere eigene Distillerie. Die haben sich eingekauft. Die Distillery-Pläne waren dann schon da, sogar ein bisschen Arbeit hat angefangen, dachte ich. Und dann fiel das auseinander und dann kam die rettende Familie rein und hat das dann 110%ig dann da aufgebaut. Und Isabel geht da durch und sucht Fässern aus. Und dann der Distillery Manager Peter, er vermählt sie nochmal für einige Monate in sogenannten Marriage Casks. Denn man muss die 90 und die 10% irgendwie vermählen, nicht wahr? Um da einfach ein bisschen diese Charakter von diesem Whisky hervorzuheben. Also 7 Monate lang wurde es verheiratet oder vermählt. So, womit kann ich es vergleichen? Also, ich habe eine neue Distillerie. Dieses Mal ist es Coswoods. Allerdings, das ist nicht in Schottland. Das ist kein Lowland, sondern das ist eine britische, also, Entschuldigung, eine englische. Also, ja, britisches England, Wales und so weiter. Also, wir haben hier damit zu tun. Guck mal, ich habe ein bisschen Platz denn da. So, wir haben damit zu tun mit einer englischen Distillerie, allerdings das ist hundertprozentig STR-Fässern, Shave Toasted Recharred. Wer hat Shave Toasted Recharred erfunden? Im Grunde war das Jim Swann, der beide diese Distillerien hier beraten hat und geholfen hat, hier einfach mal aufzubauen. Hier bin ich bei 60,9%, hier bin ich bei 59,2%, also 1,7% mehr Alkohol. Farblich merkt man sofort einen Unterschied. Rot, dunkel, hell. 90% Bourbon, 10% STR, 100% STR. Ist das ein fairer Vergleich? Ich sage trotzdem ja. Jeweils 3 Jahre alt, jeweils mit STR-Einfluss, jeweils Fassstärke, jeweils von einem ähnlichen Preispunkt jetzt hier. So, jedes Jahr wird es ein neues Family Reserve geben, sodass man die Entwicklung dieser Distillerie miterleben kann. Also, das ist jetzt 3 Jahre alt im Grunde und das nächste Mal wird 4 Jahre alt und 5 Jahre alt und 6 Jahre alt und so weiter. Von daher, das ist schon eine coole Sache. Also, das klingt nach Sammlerstücke, Leute. Also, bei Horst war es tatsächlich eine Flasche pro Person. Also, eine habe ich ergattert, eine habe ich verteilt und die ging echt schnell weg. Aber wenn man die Flasche anschaut, da sind so viele Hinweise auf so viele Sachen. Allein der Deckel hier hast du hier diese Möwen, die Möwen, Möwen sind Seagulls, Pigeons, das sind hier diesen Brieftauben, Tauben sind das. Und das war hier diese Fächer, in denen die Tauben drin waren. Und auch hier oben hat man Kingsbarn in diese Flasche reingetan. Auch der Boden ist richtig dick und fest. Also auch hier hat man ein paar Tauben hier drauf getan. Also diese Flasche ist richtig gut. Ich bin am Fühlen. Also wer weiß, wenn ich dieses Video hier gedreht habe, der weiß genau, was ich hier tue. Nämlich Ralfi hat eine neue Video gemacht, und ich glaube, es war Aaron. Und da gibt es Blindenschrift darauf. Hier ist allerdings kein Blindenschrift zu erkennen.
So, ich werde das wahrscheinlich bei vielen meiner Flaschen in der Zukunft machen. Also sehen, ob die hier Blindschrift irgendwo drauf tun. Braille auf Englisch. Und das würde ich auch sehr, sehr begrüßen. So, dann erstmal vergleichen, nicht wahr? Nase. Also der Kingsbarns Dream to Dram fand ich für eine junge Whisky echt cool. Ich habe 6 Flaschen hier gehabt, blind. Wir haben sie in Lowlands miteinander verteilt. Daft Mill war zwar gut, aber war nicht wow. Der Preis war wow. Und der 1770 Glasgow Distillery Edition 1, wie auch der Kingsburn, waren ein Mitte, hat Ockentoschen weit abgeschlagen. An der war einfach mal eine richtig nette Sache, in dem man etwas erkennen könnte. Es war noch nicht perfekt, fehlte Tiefgang, fehlte Komplexität, aber mit den Jahren, was da kommen wird, ist schon gut. Birne, grüner Apfel. Bisschen Holz, also eine interessante, schöne Sache. Gibt es irgendwelche Tasting Notes hier? Der Rotwein-Barrique komplementiert die fruchtige und leichte Charakter. Also Familie, Betrieb ist das, das ist sehr gut. Ausgewöhnliche Fassmaturation, also Reifung. Und das ist das Kingdom of Fife. Also das ist diese Region, in dem das in Lowland so ist. Und dort beziehen sie auch ihre Gerste her, was auch cool ist. Die haben sich einen Namen gemacht, auch mit anderen Distillate erstmal, bevor der Whisky vollkommen gereift ist. Eine tolle Distillerie, wenn man es besucht. Und trotz Covid wurde mir gesagt, zumindest jetzt hier August, September war das 2020, dass Besucher eingelassen wurden, allerdings Kleingruppen mit Masken, blablabla. Social Distancing und all was dazugehört heute. Oh, der ist viel, viel cremiger, dunkler, beerig, karamellig, ein bisschen angebrannte Crème Brûlée. Ich finde diese Whisky genial. Und es gibt Leute, die es probiert haben, und trotz seinen 60,9%, ich habe irgendwie total schnell Zugang dazu gewonnen. Auch mein Control Whisky heute, wo ich so, oh, also irgendwie, boom, Jason Beuteschema, Wheelhouse auf Englisch. Ah, finde ich toll. Also das ist dunkel. Nicht sherry, aber wirklich dunkel. Also schöne Sache. Das ist hell, das ist fruchtig. Herbst, Sommer. Oh, ich kriege jetzt, wenn ich zurückkomme dazu, kriege ich Milchsäure, Buttersäure, die ich hier gar nicht vorher hatte. Und deshalb ist es so hilfreich für mich, manchmal zu vergleichen. Birne, grüner Apfel. Beide noch nicht ganz perfekt reif, ja, nicht überreif, sondern fehlt noch 2 Wochen. Und vanillig, leicht. Okay, cheers. Hot, aber. Okay, hinten raus wurde es richtig hart. Ich wollte ein Lob aussprechen, dass dieser Whisky, obwohl es noch so jung ist, so gut den Alkohol einbindet. Aber das, was hinten rauskommt, ist schon, oh ja. Also da. Viel, viel Komplexität, viel Intensität, sage ich mal, auch geschmacklich denn da. Also, ich gehe mal ganz kurz hier rüber und dann werde ich anfangen mit Wasserart zu arbeiten hier. Das war mein Control-Whisky und ich fand den lecker ohne Wasser. Ich habe das zu hot gefunden mit Wasser. Wenn ich gleich danach, wo meine Zunge ein bisschen da drauf eingestellt ist, zurückgehe, kann es sein, dass ich sogar den noch lieber habe. Also, schauen wir mal. Oh. Wow, nice. Der Alkohol ist sowas von gut eingebunden, finde ich. Ich habe keine Ahnung. Also, wow, nice. Ich mag diese Whisky. Also,
da fehlt ein bisschen Tiefgang, da ist ein kleines bisschen zu viel Tannin da von den Rotweinfässern, denn die Rotweinfässern werden shaved, toasted and recharred, nicht irgendwelche Bourbonfässern. Das sind portugiesische Rotweinfässern. Jim Swan hat da einfach mal eine Quelle offendeckt, wo es viele, viele Rotweinfässer gab. Und er sagte, du, die nehme ich alle, breite sie auf, schick sie rüber, dann da nach wo auch immer. Ob das denn nach Caverland ist oder ob das hier nach Kingsbarn oder das Coswolds, wie auch immer, ich werde sie alle verwenden können. Und das hat er tatsächlich gemacht. Leider ist der Kerl gestorben und viel von seinem Wissen ist mit ihm weggegangen. Leider, leider, leider. Also, wow, toll. Nochmal zurück. So, Wasser. Also es ist jetzt 59,2 gewesen. Ich versuche es auf 52 herumzubringen. Also immer noch sehr, sehr hell. Wird ein bisschen milchig, aber nur leicht. Also ich kriege praktisch jetzt Dream to Dram jetzt in der Nase. Mit ein paar mehr exzellente Prozente dazu. Warte. Okay. Da kommt ein bisschen Alkohol. Aber das ist eher der unterstützende Moment. Wow. Hinten im Rachen fast. Also nicht hier in den Wangen, sondern wirklich ganz hinten im Rachen. Oder vorne im Rachen, ganz hinten im Mundwerk, ist da eine leichte Estrigenz, also wirklich eine Trockenheit, die entsteht. Vorne ist Speichelfluss, vorne ist dann wirklich hier eine süße, eine vanillige, eine fruchtige, ein apfelige Moment. Und hinten habe ich hier leichte, leichte Staubigkeit fast. Also interessant, interessant. Also ich möchte gerne nur ein kleines bisschen reintun, denn das will ich verdünnen. Auf meine sogenannten 20-30%. Ich will einfach nur sehen, was in diesem Whisky hier drin steckt. Manche Whiskys habe ich auch mal damit absolut hier getötet. Andere Whiskys haben sich dadurch wirklich hier schön entfaltet. Wird süßer, also ich bin eher bei 30, aber es ist bei 20 jetzt, ja. Süßer, cremiger, fruchtiger. Also diese rote, grüne Apfel nennen wir das weiterhin. Birne, nicht ganz gereift. Leichte gelbe Pflaume dazu. Absolut eine echt gute Sache hier. So, lass uns sehen, ob ich hier was entdecken kann. Ja, also jetzt, wo ich meine Verkostungsnotizen fertig habe, werde ich schummeln. Ich gehe hin zu der offiziellen florale Nase mit Heckenkirsche. Das ist dieses Honeysuckle. Habe ich Honeysuckle gehabt? Nein. Jasmin, möglich. Aromen vom Honig, Banane und Mango mit Vanille. Also Honig, Vanille, ja. Banane und Mango habe ich nicht gehabt. Geschmack süß mit exotischen Früchten, Kokos und Gewürzen. Kokos habe ich auch nicht gehabt. Abgang intensiv. Intensiv war der intensiv. Ohne ist er lang anhalten mit frische Früchten und Eiche. Also, ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Also, ich bin heute sehr, sehr angetan hiervon. 54 Euro für 59,2%, 0,7 Liter Flasche, Leute, danke jeweils. Also, das finde ich ganz gut, nicht 0,5. Ich habe nichts gegen 0,5. Ich habe nur was gegen 0,5, wenn der Preis identisch ist mit 0,7. Also, wenn man eine versteckte Preissteigerung drin hat, das finde ich natürlich kacke. Gut. Wow. 3 plus.
fast Tendenz nach 2 minus minus. Also 3 plus plus. Preis-Leistung 54,90. Ich finde Preis geeignet momentan. Also, ja, okay, Jason, 3 Jahre alte Whisky. Pro Jahr heißt das denn da? Keine Ahnung. Also durch 3, denn da durchgeteilt ist irgendwie 17 Euro. 17 Euro pro Jahr ist viel Geld. Ja. Gut, das stimmt. Also, von daher, Preis-Leistung ist eine solide 3, Tendenz 3 minus. Allerdings, ich bin eher bei 3, weil das dann wirklich ein Fassstärker ist hier. Und die haben sich wirklich ein bisschen ins Zeug gelegt dafür, finde ich. Das ist echt cool. Mein Coswolds hier hat oder kostet immer noch, falls man den finden kann. So, Coswolds kostet 58,90, 54,90. Also 4 Euro Unterschied. Also das ist vielleicht sogar der Alkoholsteuer, der da drauf kommt. Jo, was würde ich lieber trinken? Tada! Was schmeckt trotzdem gut? Tada! Also King's Barn ist etwas, worauf wir einfach ein Auge offen haben sollten. Denn die produzieren gutes Zeug. Also einen absoluten Daumen nach oben von mir hier für diese Abfüllung. Am besten natürlich wäre es auf einer Messe zu probieren. Am besten wäre es natürlich, irgendein Sample zu besorgen, bevor man die Großflasche dann so kauft. Ja! Aber wie ist das so in diesen Zeiten? So sorry, Leute. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte teilen diese Video bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter, bei Snapchat, for all I care. Also egal, wo du es teilst, ich würde mich sehr, sehr freuen. Positive Videos immer teilen, negative Videos muss man nicht teilen. Denn es gibt immer wieder Whiskys, die mir nicht so schmecken. Es gibt eine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe, dort wurde die verteilt, arg schnell. Und wenn du wirklich in den Genuss kommen möchtest, eine Stunde Vorsprung auf alle anderen zu haben, musst du Patreon werden. Link ist unten. Oder Mitglied werden jetzt hier bei YouTube. Patreon ist 1 Euro im Monat. YouTube ist 1,99 € im Monat. Und dann kommst du in meine Whiskey Jason Superfan Gruppe. Und dort könnt ihr tatsächlich hier eine Stunde Vorsprung haben auf solche tolle Abfüllungen. Und dann habt ihr nicht diese Hetze innerhalb von 5 Minuten dann darauf klicken zu können. Vielen Dank, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Jeden Tag 17:30 Uhr, jeden Sonntag um 21 Uhr. Bis dahin, tschüss.